Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ich rechne gerade mal nach. Wenn die Dotens alle ihnen aufgebrummten Jahre wirklich absitzen, treten die noch in 212 Talentshows auf. Eine verdammt grausame Strafe. Also Folgendes habe ich mir ausgedacht. Wir hüpfen auf und ab und machen dazu die unschuldigsten Gesichter. Ganz allmählich fangen wir dann an, immer höher und höher zu hüpfen. Und wenn wir hoch genug gehüpft sind, dann Bingo! Fliegen wir direkt über... Die Ballettröckchen sind fertig und es gibt was zu futtern. Ich nehme mal an pürierten Brokkoli. Heute gibt's was Feines, Jungs. Pürierte Brokkoli. Hey, ich hab vorausgesagt, was es zum Mittagessen gibt, Jungs. Ihr wisst hoffentlich, was das bedeutet, liebe Freunde. Das heißt, dass ich übernatürliche Kräfte habe. Oh! Das prüfen wir doch gleich. Dann müsstest du jetzt wissen, was ich gleich mit dir machen werde. Warte mal. Du springst mir an den Hals, um mir selbigen umzudrehen, Joe. Ja, sieh mal an! Komm, hält dich wieder ab, Joe! Auch wenn er mir die Luft abdreht, ich besitze wirklich übernatürliche Kräfte. Ja, ja, ja! Die Ragtime Rockets aus dem Zellenblock D. Auch nächstes Jahr werden sie uns erfreuen. Sie stehen noch mit 20 Jahren in der Kreide. Und schon wieder ein Highlight in unserer Show. Zu vier Künstlern, die den weiten Weg aus der Isolationshaft auf die Bühne nicht gescheut haben. Ich bitte um einen donnernden Applaus für die tanzenden Daltons. Wir müssen anfangen, Jungs. Wo zum Teufel ist Averill? Er möchte die Freunde hier mit einer eigenen Nummer überraschen, hat er gemeint. Gut, dann fliehen wir eben ohne ihn. Kollegen Knastbrüder, heute erfreuen wir euch mit einer brandneuen Choreografie betitelt Der Flug der Schmetterlinge. Mir wäre doch um ein Haar aus dem Flug der Schmetterlinge der Abflug der Daltons geworden. Lucky Luke hat meinen schönen Plan durchkreuzt. Er durchkreuzt immer meine Pläne. Jetzt beruhige dich mal, Joe. Ich will mich aber nicht beruhigen. Dafür lege ich dem da ein für alle mal das Handwerk. Silenzio! Ich, der große Daltoni, gebe jetzt eine Kostprobe meiner übernatürlichen Kräfte zum Besten. Weil ich zwei Freiwillige für meine Demonstration brauche, werde ich mir, wenn ihr es erlaubt, gleich hier den kleinen Giftzwerg greifen. Du Idiot, glaubst, dass du damit hier jemand beeindruckst? Und wer macht mir nun den zweiten Freiwilligen? Wie wär's mit dir, Cowboy, im gelben Hemd da hinten? Komm auf die Bühne. Ich? Sie haben ihn schon das Ballett versaut. Sie müssen jetzt unbedingt ran. Was? Oh nein, nicht der wieder! Yeah!
Wie alle sehen können, hoffe ich, habe ich soeben den Cowboy und den Häftling aneinander gefesselt. Nun kommt der große Daltoni und entfesselt die beiden wieder. Und das nur mit Hilfe seiner mentalen Kräfte. Oh, da darf man ja gespannt sein. Ich bitte um Ruhe. In meinen Kopf muss absolute Leere einziehen. Das dürfte nicht schwer sein. Der war schon immer leer. Ahui, ahui. Hört mich, Handschellen. Also öffnet euch. Kommt schon. Ahui, ahui. Die mentale Kraftanstrengung hat sein Hirn total überfordert. Vergiss den Blödmann. Ich will nicht ewig an ihn gefesselt bleiben. Schließ die Handschellen auf. Sie haben's gehört, worauf warten Sie? Holen Sie den Schlüssel! Ja, woher denn? Dafür haben wir keine. Das sind fremde Handschellen. Wo hast du den Schlüssel gelassen, du Torfkopf? Ich will den Schlüssel! Wenn das keine Gefängnishandschellen sind, wie sind sie dann reingekommen? Ich könnte's mir denken. Oh ja, natürlich, ja sicher, so war es. Es war vor ein paar Tagen. Da bekamen wir Besuch von einem Vertreter in Sachen Handschellen namens Longneck. Theodore Q. Longneck, er empfahl uns, seine Handschellen zu kaufen, von denen er behauptete, sie seien nicht kaputt zu kriegen. Ich nahm natürlich an, dass der Mann lügt und ließ ihn vor die Tür setzen. Er ist dann weitergezogen und ich hatte den Vorfall sehr schnell vergessen. Aber im Weggehen muss er eine seiner Handschellen verloren haben. Das muss Averill bemerkt haben und hat sie sich geschnappt, ohne dass jemand irgendwas bemerkt hat. Im Klartext heißt das also, dass niemand einen Schlüssel dafür hat. Hat jemand zufällig eine Feile oder ein Werkzeug, das uns weiterhilft? Ja! Ja, ja. Nee. Das wird nix, Boss. Sie geht nicht kaputt, hält man's für möglich. Ein Vertreter, der wirklich nicht gemogelt hat. Der ist bestimmt noch unterwegs. Er wird sämtliche Gefängnisse abklappern. Wir müssen nach ihm suchen, bis wir ihn gefunden haben. Und dann dreh ich diesem Longneck auch seinen langen Hals um. Was gibt's zu schnauben, Esel? Sobald ich einen Huf aus dem Gefängnis gesetzt habe, überfällt mich furchtbares Heimweh. Deine Tage sind gezählt, Luke. Früher oder später mache ich dich fertig. Du wirst es erleben. Ich hab die Schnauze voll! Der Panzer ist doch ein Schuss in den Ofen, Mann! Ich, General George Custer, konstruiere dieses wundervolle Kriegsgerät! Und ihr Pfeifen baut mir eine Blechschüssel, die beim ersten Holpern auseinanderfällt! Nur keine Aufregung, General! Wir werden einen aus stärkerem Metall bauen! Hat da eben jemand Metall gesagt? Meine Herren, das ist ein Glückstag für Sie! Zufälligerweise bin ich nämlich Experte für Metall. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen eine Legierung anzubieten, die neu und absolut unzerstörbar ist. Ich bin Theodore Q. Longneck. Durch die Verschmelzung mit der gemeinen Gartenbohne habe ich das weltweit erste unzerstörbare Metall geschaffen. Interessiert mich, erzählen Sie mir mehr davon. Wir werden doch einen Weg finden, wie wir hier rauskommen. Du meinst fliehen? Und ohne Joe? Wie soll das gehen? Er ist das Gehirn der Truppe. Ihr vergesst meine übernatürlichen Kräfte, Jungs. Ach, wenn doch Joe da wäre, der würde ihm jetzt einfach eine reinhauen. Ich bin der große Daltoni. Huja, Tür, ich gebe dir den Befehl, öffne dich sogleich. Hörst du etwas schlecht, ja? Tu, was ich sage und öffne dich. Aua. Aua. Seht ihr, ich habe sie dazu gebracht, sich zu öffnen. Ich wusste, dass ich es kann. Da bei euch ein Bett frei geworden ist, habe ich euch einen neuen Zellengenossen mitgebracht. Hey, was guckt ihr mich so an? Oh, das Bier!
Ich habe mich dank meiner Kräfte in ein Nadelkissen verwandelt. Wir finden die beiden sofort, wenn wir den Hufspuren folgen. Oh, Joe, das hat bestimmt wehgetan. What's up, Lucky Luke? Ich krieg dich schon noch. Meine Brüder haben sicher schon Witterung aufgenommen und folgen uns. Die gehen dir an den Kragen, wenn du es am wenigsten erwartest. Den Hufspuren folgen, ja? Tolle Idee. Ja, und? Ich hab einen Fehler gemacht. Was soll's? Hört auf, euch zu prügeln. Wenn ihr wissen wollt, wo Joe ist, braucht ihr doch nur mich zu fragen. Ich nutze einfach meine Kräfte. Seht ihr, ich habe schon eine Vision. Und ich sehe unseren Joe. Er ist in einer schwarzen Wüste allein, Mutterseelen. Ja, das ist Bruder Joe, kein Zweifel. Juhu, Joe, ich bin es, Averill. Jetzt lacht er und zwinkert mir zu, Jungs. Du redest mit deinem Spiegelbild, Idiot. Wir bleiben nicht, keine Angst. Wir fragen nur, ob Longneck da gewesen ist. Wir sind überbelegt. Wo? Wir suchen Theodore Longneck, einen Vertreter für Handschellen. Ist mir wurscht, wen ihr sucht. Macht, dass ihr wegkommt, Mann. Jetzt, wo Sie sagen, fällt mir es ein, er ist vor ein paar Tagen vorbeigekommen, ist dann in Richtung Westen weitergezogen. Keine Kopfschmerztabletten dabei! Wir werden die ganze Nacht durchreiten müssen. So viel zu meinem Schönheitsschlaf. Joe! 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 Psst. Geht's nicht noch ein bisschen lauter, wenn uns nun jemand hört? Joe! Joe, wo bist du? Joe, hallo Joe? Joe! Die Höhle ist wie gemacht für uns. Hier wird uns bestimmt niemand suchen. Hey, fühlt ihr das auch, Jungs? Hier liegt eine dicke Felldecke. Na, die wird uns schön warm halten. Oh, aber an dem Ende fühlt sie sich ganz nass an. Deine Felddecke, mein Bär, du Armleuchter! Was für eine ruhige, friedliche Nacht, Joe. Lass nur, ich krieg dich, Lucky Luke. Einen Schritt weiter! Stehen bleiben! Hallo, Väterchen, ich suche einen gewissen... Sind Sie wirklich Lucky Luke zu Besuch in meiner armseligen Hütte? Oh, Sie kennen mich? Ich bin Ihr größter Fan, Mann. Ich habe alle Ihre wilden Abenteuer verfolgt. Eine Schleimerei. Sehen Sie mal da am Kamin eine Sammlung mit Bildern von Ihnen. Mr. Luke, Sie machen mich zum glücklichsten Menschen, wenn Sie mir ein Autogramm geben. Schreiben Sie für Frank Hornet. Das bin ich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Hank. Ich bin nur ein armer, einsamer Cowboy. Geben Sie mir trotzdem ein Autogramm, ja? Aber sicher doch. Gerne. Komischer Vogel, Ihr Freund. Ach, nicht so schlimm, ich hab mich dran gewöhnt. Und ich gebe nicht auf, früher oder später wird das schon klappen. Und was diesen Longneck angeht, er ist vermutlich in Strangstadt. Aber Vorsicht, viele, die dahin gingen, sind niemals wiedergekommen. Danke, Hank. Dann wollen wir mal, Joe. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ah, Strangstadt, Hinrichtung durch den Strang stündlich. Also, benimm dich, Joe. Die Leute hier scheinen nicht viel Spaß zu verstehen. Ha,
Hallo Leute, mein Name ist Joe Dalton. Sie haben bestimmt von mir gehört. Ich bin ein schlimmer Krimineller. Ja, so ist es. Ich und mein Komplize hier sind heute früh ausgebrochen. Sag mal, spinnst du? Wenn sie dich für meinen Komplizen halten, werden sie dich hängen. Ja, und wenn sie dich aufgehängt haben, bin ich dich ein für alle Mal los. Jetzt hör mal, Joe, wenn ich dein Komplize bin, bist du auch meiner. Und wenn sie mich hängen, hängen sie dich mit auf. Wie bitte? Halt stehen bleiben! Ihr bekommt einen fairen Prozess, bevor wir euch aufknüpfen. Nun mal langsam, Sheriff. Das stimmt nicht, was der Knirps sagt. Ich bin in Wahrheit Lucky Luke. Macht nichts. Ich bin in Wirklichkeit ja auch Königin Victoria. Ich wusste es doch. Ich hätte im Gefängnis bleiben sollen. Weg ist er. Dabei hatte ich so eine schöne Schlinge geknüpft. Oh! Alles okay, Joe? Nichts ist okay. Ich bin am Ende. Aber lass nur, ich krieg dich trotzdem noch, Lucky. Du hattest doch nicht etwa Angst, hm? Wer redet von Angst? Ich war in Panik. Ich tu gern so, als würde ich was schnabulieren. Wer will ein Hühnerbein, hä? Hör auf, du treibst mich in den Wahnsinn. Riecht ja auch, was ich rieche. Was denn? Das kann nur Kartoffelgratin sein. Folgt mir! Such, Averill, such! Aus, Averill, mach Sitz! Ich frag mich, wo Longneck steckt. So wie ich dich erledigt hab, kommt er sofort an die Reihe. Hilft Kartoffelgratin gegen Kopfweh? Los, pirschen wir uns näher ran. Sag mal, wenn du ein Metall erfindest, das angeblich unzerstörbar ist, was machst du damit? Ich würde mir daraus einen Panzer bauen und dich platt machen. Du könntest dann rumballern, so viel du wolltest. Ich würde dir doch den Hals rumdrehen. Ein Panzer? Das ist es, die Armee. Sattel die Hühner, Joe. Okay, wir haben sie gefunden. Wie geht's weiter? Nicht aus den Augen lassen und auf eine Chance warten. Auf den Steinen waren noch Reste vom Kartoffelgratin. Und wenn ich so bedenke, dass ich verwandt bin mit ihm. Hallo, Soldat. Hm? Mein Name ist Lucky Luke. Ich suche einen Mann, der Handschellen verkauft. Und ich habe Befehl, niemanden reinzulassen. Also verschwindet! So was passiert einem, wenn man nicht Bitte sagt. Alarm, Überfall, Attacke! Lucky Luke? Sind Sie sicher, dass es Lucky Luke war? Ich kenne den Mann ja nicht, aber er hat's behauptet. Er fragte nach einem Mann, der Handschellen verkauft. Ich glaube, ich träume. Das darf nicht wahr sein. Immer wenn ich einen genialen Plan ausbrüte, kommt dieser verfluchte Cowboy vorbei und macht es kaputt. Das Leben kann ja so gemein sein. Sir, beruhigen Sie sich. Er hat gewiss keinen Verdacht geschöpft. Glauben Sie? Mhm. Mein neuester Plan ist nämlich sehr raffiniert. Ich marschiere mit unzerstörbarem Kriegsgerät in Grönland ein, erobere im Fluge Kanada und kandidiere für das Amt des Präsidenten von Amerika. Irgendwas sagt mir, dass Longneck hier drin ist. Und ich bin wild entschlossen, ihn zu finden. Und ich werde dich wild entschlossen umbringen. Ja, was zum... Oh, nein! Feierabend, mein Junge! Ah! Es gibt so Tage, da läuft aber auch alles schief. Ich bringe Ihnen jetzt Chili, Mr. Longneck, mit scharfer Tabasco-Soße, wie Sie es mögen. Also, Averill, dann heb uns mal drüber. Dafür hat der liebe Gott mich groß gemacht, damit ich euch immer hochheben darf. Ja! Hello.
Longneck, nehme ich an. Mein Name ist Lucky Luke, das ist Joe Dalton. Ich flehe Sie an, helfen Sie mir! Custer ist total übergeschnappt. Er zwingt mich, für ihn unzerstörbares Kriegsgerät zu bauen. Hat man je so was Albernes gehört? Wer braucht denn schon Panzer, solange es Handschellen gibt? Da wir davon sprechen, haben Sie den Schlüssel dafür? Tut mir leid, man hat mir alles abgenommen, was ich bei mir hatte. Mir scheint, das war's. Das löst unser Problem. Ich glaube es nicht. Diese Tabasco-Soße hat's wahrlich in sich. Wir ziehen ab. Joe? Joe? Jetzt zeig ich ihm, was eine Hake ist, dem kleinen Liebling. Hey, Sie, wo ist denn hier die Bremse? Haben Sie das eben gehört? Warum wackelst du so? Bleib ruhig stehen, Mann. Noch ein knapper halber Meter. Das ist ja ulkig. Bilde ich mir das nur ein oder geht's wirklich rückwärts? Mein Panzer! Er ist verschwunden! Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, General. Meine unzerstörbare Legierung hat eine Schwachstelle, wie man so sagt. Bei Berührung mit Tabasco-Soße schmilzt sie. Kein Grund zur Besorgnis, General. Ich glaube kaum, dass die Eskimos Tabasco-Soße kennen. Dennoch befehle ich, sämtliche Flaschen davon werden erschossen. Daneben ist auch vorbei. Aber nächstes Mal mache ich ihn fertig. Ich hab dich vermisst, Joe. Uns hast du auch gefehlt, Joe. Da ich, wie ihr wisst, der große Daltoni bin, sage ich voraus, dass es im Gefängnis Kartoffelbrei für alle geben wird. Everett, halt die Klappe! I'm a bold lonesome cowboy. Ich habe hier einen Brief für euch, Jungs. Ein Brief für uns, sagst du? Was steht denn drin? Meine lieben Söhne. Das klingt wenigstens nicht so, als wäre es eine Rechnung. Ich habe eine große Überraschung für euch. Ich habe mich in einen wunderbaren Mann verliebt. Er heißt Horace und in 3 Tagen läuten die Hochzeitsglocken für mich. Ihr werdet ihn bestimmt so gern mögen wie ich, aber wichtiger ist, dass ihr ihn respektiert als das neue Familienoberhaupt. Ich umarme und küsse euch, eure euch liebende Mutter. Unterschrift Mardoten. Was soll das? Respekt, Familienoberhaupt, warum, wieso, weshalb, weswegen? Ich leg den Brief hier hin und herzlichen Glückwunsch, Jungs. Ja, 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 ja. Joe, du siehst aber gar nicht gut aus. Du wirst wohl auf keinen Fall zu spät zur Hochzeit kommen, was, Joe? Von wegen Hochzeit, da wird eine Beerdigung draus, dafür werde ich sorgen. Was meint ihr, ob man mit Myrtenkranz und noch mal ganz in Weiß geht? Bestimmt nicht. Eher was ganz Einfaches. Im kleinen Schwarzen wahrscheinlich. Ja. Was meint ihr, ob sie uns noch einen kleinen Bruder schenkt? Averill, halt die Klappe! Dass ich nicht lache, Familienoberhaupt, dem Kerl werde ich den Marsch blasen. Nicht zu fassen, was es für hässliche Karnickel gibt. Das hat ja ganz schön gedauert. Oh nein, Lucky Luke! Wenn wir nicht zu spät kommen wollen zur Hochzeit, müssen wir uns beeilen. Ich verstehe kein Wort. Welche Hochzeit denn? Der Direktor erlaubt euch ausnahmsweise, eure Mutter zur Hochzeit zu beehren. Mit mir als Wachhund, versteht sich, Kumpels. Als
wird Lucky Luke erledigt und dann kommt dieser Horace an die Reihe. Zuerst doch Horace und dann Lucky Luke. Ach, ist doch schnutzegal. Wichtig ist nur, dass ich beide umbringe. Oh, du wunderschönes Geschöpf, Königin meines Herzens. Ich kann's kaum mehr erwarten, bis ich diese Schönheit mit ihren rubinroten Lippen und blauen Augen mein eigen nennen darf. Sag mal, Horace! Wie kommst du dazu, meine braunen Augen blau zu nennen? Sie spiegeln das Blau des Himmels wieder, meine Prärie aus der... Gott, wie romantisch! Oh, Freude meines Lebens, wenn ich dein Gesicht sehe, will es mir scheinen, als ob ich einen Bach ein Liebeslied murmeln höre. Hallo, Ma, wir sind da! Avery, Jack, William, Joe, sie sind hier, alle vier! Mir war so, als hätten sie den Jungs 100 Jahre Zwangsarbeit aufgebrummt. Sie sind ausgebrochen, um mit der mütlichen Hochzeit zu feiern. Och, sie waren schon immer so aufmerksame Kinder. Das könnte meine Pläne ernsthaft in Gefahr bringen. Jetzt ist es doppelt raffiniert vorzugehen. Avril, mein kleines Baby. Hallo, Ma. Wie geht's dir, Ma? Ach so, ja, wie geht's denn, Ma? Nein, welche Herzensfreude, dass ihr tatsächlich zur Hochzeit... Das ging aber schnell. Ich will Sie nicht verhaften, Ma. Sie haben die Erlaubnis, 2 Tage zu bleiben. Aber nur, wenn Sie sich auch gut benehmen. Oh, Sie werden Ihnen keinen Kummer machen. Das müssen Sie den lieben Mütterchen versprechen, die lieben kleinen Engel. Versprochen, Ma. Meine lieben Jungs, wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Ma hat mir ja schon so viel von euch erzählt. Ihr dürft nicht Papi nennen. Ja, Papi, sehr schön. Ich schmeiß dich den Löwen zum Fraß vor, egal wie weit es bis zum nächsten Zoo ist. Hör auf für die Rumpelstilzchen, nun bist du zu alt. Sie sind auch ein Mitglied der Familie? Sozusagen. Ich bin Lucky Luke. Lucky Luke, was für ein Pläsier. Ich bin Russell Everett Jackson, zukünftiger Ehemann von Ma Dalton. Ist er nicht süß? Komm zum Essen, los! Ach, Ma, sag mal, wozu hast du die vielen Löcher im Garten gegraben? Das war ich nicht, das war Horace! Man muss dem Mutterboden hin und wieder Luft zuführen. Die Gartenarbeit ist mein Steckenpferd, William. Oh, der bin ich nicht, ich bin Avril. Komm von der Palme, Joe. Joe, du wirst dich gedulden müssen. Ich möchte ihn halt auch ein bisschen näher kennenlernen, bevor du ihn umbringst. Ja, so war es. Ich sah eure Mutter und es war, als hätte ein Blitz mein Herz getroffen. Alles an ihr bringt mein Blut in Wallung. Vom Klang ihrer Schritte am frühen Morgen bis zum Anblick ihres gelösten Haares auf dem Kissen. Umschmeichelt vom Licht des Mondes. Du Ma, gibt's noch einen Nachschlag? Ich könnte nämlich noch gut was vertragen. Klaro, verdünnen kann man die Suppe immer. Also, ich kenne ihn gut genug. Darf ich ihn wegputzen? Jacke, welch seltsamer Humor. Mein Name ist Joe! Keine Panik, Horace. Er ist ein miserabler Schütze. Averell, du scheinst über irgendetwas ein wenig erbost zu sein. Scheiß Kerl, ich bin Joe! Hier drin ist eine Party im Gange, wie mir scheint. Joe heißt Horace nur in der Familie willkommen. Ach, er erinnert mich immer mehr an meinen verblichenen Gemahl. Ein echter Temperamentsbolzen. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um ein Kätzchen bei dem Fellknäuel da. Und Hunde sind nun mal auf der Welt, um Kätzchen zu jagen. Von wegen Kätzchen, das ist ein hundefressender Tiger. Joe, dein Badewasser wird kalt. Oh nein, bitte nicht, Ma. Ich hab doch erst Silvester gebadet. Und da sagt der Volksmund noch, Eiratschwindelei sei ein Spaziergang. Und wo ist Lucky Luke? Der schläft, Joe. Ach, bist du sicher? Ich fragte ihn, schläfst du? Und da meinte Luke ja. Na wunderbar. Dann abmarsch in die Stadt zu Horace und bestell ihm Ma, würde ihn am Brunnen erwarten. Oh. Was starrst du mich so an? Ma, du wirkst so verändert. Die Stimme, meine ich, und das Gesicht. Und einen Schnurrbart hast du auch. Hallo, Avril. Hallo, Luke.
Joe war wohl schlagfertig wie immer, wie? Es war nicht Joe, es war Ma. Die ist so anders. Das ist das erste Mal überhaupt, dass sie mich geschlagen hat. Und sie hat plötzlich einen Schnurrbart. Das liebe Mütterchen. Seht mal, sie hat unser Lieblingsspielzeug aufbewahrt. Joe, ich glaube, sie hängt sehr an Horace. Ich fürchte auch. Sie nimmt dir das sehr übel, wenn du ihn umbringst. Sie schöpft keinen Verdacht. Ich lasse es wie einen Unfall aussehen. Oh. Rantanplan, wo bist du gewesen? Ich werde es ihm sagen müssen. Da ist ein wilder Tiger vor der Tür. Fast hätte er mich gefressen. Es war ein fürchterlicher Tag. So schnell wie er fällt kein anderer Hund von einem Tiefschlaf in den anderen. Ich würde sagen, ich mache noch einen kleinen Mondscheinspaziergang. Du bleibst jetzt schön hier, Papi, und ich sag dir, dass du da bist. Was mag sie um die Zeit noch von mir wollen, die alte Schachtel? Vielleicht will sie mir endlich verraten, wie ich an den Familienschmuck komme. Oh, sie kommt. Was jetzt kommt, muss von Charme nur so triefen, Horaz. Oh, meine abgöttisch vielgeliebte, du. Kaum trittst du erführ, schon verblassen die Sterne am Himmel, göttliche. Sicher möchtest du wissen, weshalb ich dich herbestellt habe. Lass mich raten, mein Zuckerplätzchen. Du bist der Meinung, dass es nun Zeit ist, deinem zukünftigen Gemahlsgatten etwas bisher vor ihm Verborgenes zu zeigen. Genau. Meinen 6-Schuss-Revolver. Wo zum Teufel hab ich den bloß? Du weißt, du kannst mir all deine Geheimnisse anvertrauen. Oh, Unischnäuzchen, komm in meine Arme. Nein! Er muss doch hier irgendwo sein. Schade, dass Jolly Jumper das nicht sieht, als hoffnungsloser Romantiker. So, spielen wir jetzt die Spreude? Du weißt ja nicht, wie mich das anmacht. Bleib da! Ich muss die verdammte Knarre finden! Schenk mir das Labsal deiner Lippen. Finger weg! Ich bin nicht die Frau, für die du mich hältst! Averell, beruhige dich! Ich bin nicht Averell, du Schwachkopf! Ich bin Joe! Jolly wäre begeistert. Wer macht da mitten in der Nacht so einen Höllenlärm? Ich muss versuchen, diesen Giftzwerg auf meine Seite zu bringen. Will mich denn keiner hier rausholen? Tja, dann will ich mal in den sauren Apfel beißen. Frage, badest du mit Vorliebe so spät in der Nacht, Joe? Jedenfalls nicht zu spät, um dich voll Blei zu pumpen. Ich hab's mir überlegt, bade du nur schön weiter. Momentchen, alter Freund. Freund, stimmt. Alt könnte sich verkneifen. Was hast du da drunter, Joe? Wo denn drunter? Wisst ihr, wovon er redet, Jungs? Siehst du, keiner von uns versteht, was du meinst. Lass los! Zum Beispiel davon. Ich mach ihn fertig, obwohl ich schwöre es! Wenn du Horace wirklich an den Kragen gehst, versohlt uns mal mit Sicherheit den Hintern. Und wo die hinhaut, Joe, wächst sobald kein Gras mehr. Ich sprach von Lucky Luke. Dann ist es in Ordnung. Das verstehe ich nicht. Was geht in Ordnung? Ihr macht mich völlig konfus. Oh, du bist krank, Joe. Wir holen dir ein Zäpfchen in der Apotheke. Ich glaube, der Countdown läuft, Jolly. Den wollen wir nicht verpassen. Auf keinen Fall bleibe ich mit der Bestie allein. Hab ich ein Glück, muss diese Promenadenmischung wieder mitroppen. Mein Hundeinstinkt sagt mir, dass dieser altersschwache Gaul mein Freund sein will. Es ist zwar ein Opfer, aber ich bleibe bei ihm. Hallo Ma, wie ich eben hörte, wollen Sie... Da kommen die Daltons! Das war der alte Foster. Er scheint immer noch der Bankdirektor zu sein. Und wie er sich gefreut hat, uns wiederzusehen, nicht? Ach, da sind wir ja schon beim Schneider. Fast hätte ich's übersehen. Armo, ich habe Kundschaft für Sie. Scheint ein nettes Städtchen zu sein. Bloß schade, dass ein räudiger Köter die Idylle stört. Wir werden hier auf die Daltons warten. Ciao, Signore Cowboy. Stimmt's, dass heute oder morgen jemand heiratet in dieser Stadt? Yep.
Stimmt, Mister. Luigi Paparazzi, Fotograf für Hochzeiten und Hinrichtungen. Freut mich. Lucky Luke, einsamer Cowboy. Und ich bin Jolly Jumper, Pferd. Lucky Luke? Der Lucky Luke, ja? Sie muss ich unbedingt auf die Platte bannen. Warten Sie, ich hole meine Kamera. Könnte ich eines von denen haben? Aber sicher doch, nehmen Sie sich, was Sie wollen. Und jetzt bitte eine dramatische Pose, wie Sie gerade die Daltons verhaften. Ich glaube, das lässt sich machen. In diesen verwünschten Klamotten sehe ich einem Banker verwünscht ähnlich. Mir hätte was Quergestreiftes auch besser gefallen. Ich fühle mich in normalen Sachen einfach nicht mehr wohl. Stimmt, sie sehen gar nicht mehr zum Fürchten aus. Hat der gesagt, meine Söhne sehen nicht zum Fürchten aus? Das ist Wissen der Paparazzi, wir sind Verbrecher in der sechsten Generation. Alles Räuber und Dieb und solch Gesindel und sehr gefährlich. Wo wir doch die gefährlichste Bande im Wilden Westen sind. Natürlich, mein Herzchen. Aber Horst, was denkst du dir nur, einfach zuzuschlagen? Verzeih mir bitte, aber ich wollte verhindern, dass Lucky Luke deine Söhne wieder, ich korrigiere, unsere Söhne wieder ins Gefängnis bringt. Allein der Gedanke daran, dass unsere Familie auseinandergerissen wird, macht mich traurig. So habe ich ihm eins übergebraten. Oh, Horace, du bist zum Mitfühlen. Erschießt Lucky Luke oder schmeißt ihn in siedendes Öl. Reiß dich zusammen. An meiner Hochzeit wird niemand erschossen oder frittiert, Joe. Du sperrst ihn in die Scheune ein, während wir vor den Altar treten. Dann tut von mir aus, was ihr wollt. Was sagt man zu Papi? Danke, dass Sie gewartet haben. Und jetzt alle lächeln. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon mal betroffen? Natürlich, Herr Lassen. Lafayette Jackson, zukünftiger Vater der Daltons. Ja, auch gut, wenn Sie es so wünschen. Ich muss, ich will's, aber ich kann's nicht. Tun. Natürlich kannst du es, Joe. Du musst dir einen Ruck geben, Joe. Tu es für Ma, Joe. Nein, ich merk's, das wird nichts. Ich geb's auf. Joe, ich kümmere mich doch um eure Mutter, wenn ihr eure Banken beraubt und die Züge und die Postkutschen überfallt. Horace, du hast gewonnen. Du bist es wert, in unsere Familie aufgenommen zu werden. Und so erteile ich euch unseren Segen im Namen meiner Brüder. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, was ist? Seid ihr alle soweit? Oh, Ma, du Zierde aller Weiblichkeit, du Venus in Person, du wirst stets die Göttin meines Herzens bleiben. Göttin? Ja, das hört sich gut an. Jetzt aber los, wir wollen nicht, dass der Pfarrer Wurzeln schlägt. Stopp, Momentchen, geht ruhig schon voraus. Ich hab noch was Unerledigtes zu erledigen. Sag mal, Joe. Ich bin doch nicht Joe, ich bin Averill, Papi. Das weiß ich doch, mein lieber Averill. Sag mal, habt ihr eure Beute irgendwo versteckt? Beute versteckt? Nein. Sieh mal einer an, Luke. Wie ein Paket verschnürt, aber die Post will nicht abgehen. Darauf habe ich lange gewartet. Tja, sowas. Die probieren eine Zirkusnummer, wie es scheint. Hier, was ich von meinem Papi bekommen hab. Ah, wenn ich so an die Beule auf meinem Kopf denke, würde ich sagen, der Kerl passt fabelhaft in eure Familie. Genau, er ist jetzt drin und du bist raus. Trotzdem würde er vielleicht einen guten Ehemann abgeben, wenn er nicht bereits verheiratet wäre. Was heißt denn hier bereits verheiratet? Ein Zirkus, na klar, und der Tiger gehört zur Raubtiernummer. Er ist verheiratet, ich hab den Beweis. Zeig ihn mir oder ich mach dich kalt! Erst runterlassen, dann wirst du ihn auch sehen. Wenn du mich abgeschnitten hast und ich geblufft habe, hast du dich eben geschnitten. Hör auf! Das krieg ich nicht auf die Reihe, Luke! Unsinn, Joe. Wo kein Verstand ist, ist auch nichts durcheinander zu bringen. Meinst du nicht auch, es wäre Zeit, mich abzuschneiden? Nicht getroffen! Nicht ein einziges Mal! Ja,
halbe Stadt zu meiner Hochzeit eingeladen. Wieso ist denn kein Schwein gekommen? Wart's ab, Ma. Jack kümmert sich gerade darum. Ihr werdet doch ein bisschen was vergraben haben. Ach, es geht wieder um den Schatzpapi. Tut mir leid. Ich habe ein paar Gäste aufgetrieben, Ma. Na also, jetzt kann ich bloß hoffen, dass Joe bald hier aufkreuzt. Er ist also tatsächlich verheiratet. Na, mit dem wird Ma schön Schlitten fahren. Er ist verdammt gerissen. Er wird versuchen, es so zu drehen, als ob wir alles erfunden haben. Ich wäre ja dafür, dass er sich selbst entlarvt. Hast du vielleicht eine Idee, wie? Mhm, hab ich. Sind die langweilig? Sowas muss doch fetzen wie mein dreifacher Rittmeister mit Salto Mortale. Das liegt am Halsband. Länger warten können wir nicht, mein Täubchen. Na warte, wenn der Bengel kommt, versohle ich ihm den Hintern, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Und Sie fangen an mit Ihrem Zermon. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier, um zu bezeugen, dass Horace Lafayette Jackson und Ma Dalton in den heiligen Stand der Ehe treten. Jawohl, so ist es. Falls jemand etwas vorbringen möchte, was gegen die Verbindung spricht, möge er das sagen oder für immer schweigen. Dann also halt! Ich weiß etwas, das sehr dagegen spricht. Joe, sei still, wenn du nicht willst, dass die Rose abbricht. Diese dreckige Ratte ist bereits verheiratet. Ich bin alleinstehend und bin keine Ratte. Hier, Leute, das ist der Beweis dafür. Ein Foto von seiner letzten Hochzeit. Das ist ein abgekartetes Spiel, Ma. Deine Söhne waren von Anfang an gegen mich. Den Rest? Erzählt euch seine Frau besser persönlich. Stehen bleiben, oder mein Liebling hat den letzten Schnaufer gemacht. Sie sind wirklich ein begnadeter Schwindler, Horace. Du Schleimer, du machst mich vor der Stadt zum Gespött! Ich würde gern noch mal von vorn anfangen. Stellt euch nebeneinander und lächelt! Hilfe! Und das mit Billiggläsern! Das war nun sehr elegant. Hat mir ausgezeichnet gefallen. Die vom Zirkus müssen wahnsinnig sein, ihn frei rumlaufen zu lassen! Das ist aber ein hübsches Kleid. So hübsch, dass er es gleich als Sterbehemd benutzen kann. Auf Wiedersehen, Luke! Ich hab die Pistole, lalalalala. Fantastico, so bleiben! So, die Feier ist vorbei. Auf ins Gefängnis mit euch. Augenblick noch, Luke! Zeit für einen kleinen Imbiss ist doch wohl noch drin. Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Du warst schon ein paar Mal verheiratet? 14 Mal insgesamt. Und immer hast du die Frauen ausgeplündert und bist dann abgehauen, ja? Du hast es erfasst, Averill. Jetzt, wo wir zusammen im Gefängnis sind, könntest du es mir doch sagen. Wo ihr die Beute versteckt habt, meine ich. Welche Beute? Wovon redest du denn? Spiel nicht die Unschuld vom Lande. Ihr wart die berüchtigsten Räuber des Wilden Westens. Irgendwo muss das Geld geblieben sein, das ihr geklaut habt. Weißt du, wir hatten nie Gelegenheit, was von der Beute zu verstecken, weil Lucky Luke uns schon vorher verhaftet hatte. Herr Direktor, der Neuzugang ist völlig durchgeknallt. Der haut sich in einem Fort mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf. I'm a full lonesome cowboy. Thank you.
Menschenskinder. Den Weg hier sind wir noch nie zurück ins Gefängnis gegangen. Was für ein Panorama. Ich liebe die Gestreiften. Die folgen wirklich noch dem Ruf der Natur, den ich soeben auch vernehme. Ich erkläre Blutsbruder, der mit den Pfannen tanzt, zum neuen Häuptling der Mossbacks. Du nimmst den Platz von Brummiger Biber, deinem Vater, ein. Ich will aber nicht der Chef der Mossbacks werden. Ich wäre gern der Chefkoch der Mossbacks. Kommt nicht in Frage, mein Sohn. Hier folgt der Sohn seinem Vater. So haben es die Mossbacks von Anbeginn der Zeiten angehalten. Als ob das ein Grund wäre. Mein eigensinniger Sohn hat Regenwürmer im Blumentopf. Außerdem soll sich meine Tochter grobschlächtige Bärin endlich einen Mann suchen. Auf keinen der Jungen hier ist grobschlächtige Bärin heiß. Sag mir einen triftigen Grund, weshalb ich nicht Häuptling werden kann, anstelle dieses Waschlappens. Weil sowas von Anbeginn der Zeiten an bei den Mossbacks noch nie vorkam. Versuch's gar nicht erst, Joe. Das meine ich auch. Luke fängt uns sowieso wieder ein, wenn wir weglaufen. Stimmt's, Luke? Yep. Hast du nicht gehört, was wir eben gesagt haben? Mhm. Für jeden missglückten Fluchtversuch einen Sack voller Hafer und ich hätte den Himmel auf Erden. Ich krieg ihn schon! Ein halbes Jahr wollte ich mich nicht mehr waschen. Die Wette ist verloren. Du ziehst mich runter, hau ab. Ich kann auch nicht schwimmen, du Idiot. Ja, das macht Spaß, wie? Ich hab sie. Stinkt wie verregneter Mensch. Brummiger Biber dankt schwarz-gelb gestreiftem Fisch, dass er seinen Sohn vor dem Ertrinken bewahrt hat. Mutiger Fisch, der aussieht wie eine Biene, hat den, der mit dem Pfannentanz das Leben gerettet. Grobschlächtige Bären verspürt so ein Kribbeln innen drin. Das lässt sich mit einem Schlückchen Rizinusöl beheben. Vom heutigen Tag an sind der mit dem Pfannentanz und gestreifter Fisch Blutsbrüder. Gestreifter Fisch wird hiermit eingeladen, so lange bei den Mossbacks zu bleiben, wie es beliebt. Joe Dalton kann das Angebot nicht annehmen, Häuptling. Er ist auf dem Weg ins Gefängnis. Bitte, bitte sag du ihm, dass ich hierbleiben will, ja? Soll ich das Kriegsbeil ausgraben, Bohnenstange? Aber der Mann ist ein Bandit, ein Verbrecher, Häuptling. Und das Gesetz der Mossbacks gilt schon von Anbeginn der Zeiten an. Lassen wir die Friedenspfeife die Runde machen. Da ist kein Tabak im Pfeifenkopf. Wir haben aus gesundheitlichen Gründen den Tabak immer verabscheut. Das ist schon von Anbeginn der Zeiten an so gewesen. Ach, Häuptling. Du stehst meinem Herzen so nah. Nenn mich Papi. Okay, Papi. Dürfen meine Brüder eventuell auch hier bleiben? Die Brüder meines Sohnes sind auch meine Söhne. Ich überlasse euch eurem Schicksal. Wir müssen den Gouverneur informieren. Ich glaube kaum, dass die Daltons auf Mokassin-Herstellung umsatteln. Brummiger Bär wird viel Anlass zum Brummen bekommen. Ich freue mich also, dass ich jetzt deine süße Seelenschwester bin.
Wer jetzt noch weiterlacht, wird durch die Getreidemühle gedreht. Wo wir gerade von Getreide reden, Joe. Das musst du probieren, echt wahr. Körnerbrei mit frischem Termitenragout. Nach einem Rezept unseres Blutbruders hier. Was sind das für weiße Dinger, die da drauf rumschwimmen? Das sind die Termiten. Die kleinen Beinchen krabbeln so schön, wenn man sie runterschluckt. Er hat mir versprochen, dass er erstmal ein Restaurant aufmacht und später auch das Gefängnis beliefert. Leider wird Brummiger Bär nie erlauben, dass ich ein Restaurant aufmache. Lage weiter beobachten. Das bedeutet, ich muss sie festnehmen, ohne dass es gleich Krieg gibt. Ich wette, die brechen schon einen vom Zahn, bevor es finster wird. Woher weiß der das? Hör zu, wir stehen hier sozusagen unter Naturschutz. Besser kann's nicht sein. Wir machen einen kleinen Raubzug durch die Gemeinde und geben dann Fersengeld, hä? Ich bin immer wieder stolz drauf, dass du mein Bruder bist, Joe. Du bist schlauer als ein echter Indianer. Wie ist dein Plan? Wir plündern und ziehen sie aus, verstecken ihre Klamotten und hauen ab. Appetit auf Klapperschlangenfrikassee? Ich auch. Mein Sohn kämpft mit dem Kochlöffel. Schande über ihn. Womit habe ich den großen Geist so erzürnt, dass er mich mit so einem Sohn beschenkt hat? Papi, alter Knabe, wir sammeln mit Vorliebe Waffen. Du kannst mir doch sicher verraten, wo wir hier welche finden können. Ach, wenn doch dein Blutsbruder auch nur einen Funken deiner feurigen Kriegslüsternheit besäße. Waffen? Morgen habt ihr sie. Aber heute Abend... Wird getanzt, Schatz. Die passen wunderbar zusammen wie Strumpf und Latz, stimmt's nicht? Also dann, gute Nacht, Jolly. Und morgen früh möchte ich mein Frühstück, wenn's geht, im Bett einnehmen. Mein Frühstück ist mein Bett. Die sind vielleicht praktisch, diese tragbaren Hundehütten, aber sie muffeln nach Pferd. Sowas verstehst du unter Waffen? Die haben sich im Lauf der Zeit bewährt. Es gibt nichts Besseres, mein Sohn. Ich habe von Waffen gesprochen, Mann. Ihr werdet doch wohl Pistolen haben, Gewehre, Kanonen. Sie haben dem Morsbeck seit Anbeginn der Zeiten gute Dienste geleistet. Ich gebe dir mit Vergnügen Unterricht im Bogenschießen und dann knete ich dir drüben im Saunazelt den Rücken durch. Und ich gehe in die Pilze, wenn's recht ist. Könntest du von deinem Kampfgeist nicht etwas auf unseren Pilzsammler übertragen? Er muss uns nur beobachten. Wir Dorten sind vier brutale Kerle. Hey, warte auf mich, Bruder. Ich komm mit in die Pilze. Die rot zu geschmortem Bussard einfach umwerfen. Dieses duftig frische Gras. Vorsicht, mein Haufen. Hier, frische Schnecken zum Abendbrot, Blutsbrüder. Heute müssen es die Reste von gestern tun. Denn heute wirst du mit Hilfe deiner Blutsbrüder werden, was man einen tapferen Krieger nennt. Lass mal, wir biegen ihn dir schon hin. Aber höchstens eine halbe Stunde, ich habe ein Wiesel im Ofen. Kahlköpfiger Spürhund, bereite mein Pferd vor. Wie hättest du es lieber, Boss, gebraten oder gegrillt? Gesattelt, damit ich ihnen folgen kann, du Gewürzgürkchen, du. Ihr verschwendet nur eure Zeit. Auch ihr werdet aus mir niemals einen Häuptling machen. Das habe ich auch gar nicht vor. Das habe ich nur gesagt, um mich drücken zu können, Capito. Und uns echte Waffen besorgen zu können, habe ich recht. Und damit einen echten Überfall starten.
Sag es nicht, denn seinen gibt's der Herr im Schlafe. Halt! Oh, guck mal, Priscilla, Indianer. Oh ja, genau wie im Prospekt beschrieben. Was glotzt ihr so rüber mit den Waffen? Bisschen plötzlich, ja? Warum das denn? Weil wir euch sonst mit unseren Pfeilen durchlöchern, darum. Sehr überzeugend, das muss man euch lassen. Du hast doch gewiss 5 Cent für sie, Schatz. Für den Anfang schon ganz gut. Vielleicht sollten wir ihnen jetzt das hübsche Lied vom Teekesselchen vorsingen, das Mama uns bei... Wir sind die Dorten, Sie Idioten! Ja klar, und ich bin Kleopatra von Ägypten. Lachen ist zwar gesund, aber ich muss meinen Fahrplan einhalten. Das war zur Abwechslung mal was Hübsches. Die Deutschen sind nicht schlecht. Was soll das? Wir waren noch nicht fertig mit euch! Nein, ich tue mir das Wasser! Der springt mir keiner hinterher! Danke! Das wird allmählich langweilig! So lebt denn wohl, Lucky Luke! Mein Sohn! Tu ihm, der deinen Bruder gerettet hat, doch bitte kein Leides an! Die Mixtur besteht aus heilsamen Kräutern und Büffelkacke! Wenn ich das recht verstanden habe, ist Luke Blutsbruder von der mit den Pfannen tanzt. Und der ist doch der Blutsbruder von Joe, der nun wiederum unser Bruder ist. Dann sind wir also alle Cousins, stimmt's? Gebackene Feldmaus mit Katzenminze. Du bist jetzt Morsbeck-Krieger. Du benutzt ab sofort nur noch traditionelle Waffen. Darum werde ich das Ding, das Feuer spuckt, in meiner Geheimschatulle verwahren. Meine Kinder, die Stunde ist gekommen, da der, der mit den Pfannen tanzt, zum Krieger wird. Ja, sozusagen von der Pfanne direkt ins Feuer. Hör schon auf, zwing mich bitte nicht, die Büffelkacke zu holen. Ich hab gerade mein Tippi frisch gemalert. Komm doch auf den Sprung mit und sag mir, ob's dir gefällt. Die Liebe geht doch seltsame Wege. Tja, ich find's ausgesprochen hübsch, aber... Hättest du nicht Lust, auf dem Bett vorlegen zu kuscheln? Du glaubst nicht, wie schwer das war, hier einen Eisbären zu finden. Er ist eher der schüchterne Typ, musst du wissen. Aber du bist genau sein Fall. Wir müssen sofort weg von hier. Du meintest, dass wir hier sicher wären, Joe. Nur ich eben nicht. Zwitschervögelchen. Wir müssen unbedingt Luckys Pistole finden. Wir erschießen ihn und sind weg. Aber Joe, das würde grobschlächtiger Bärenglatt das Herz brechen. Gleich werde ich grobschlächtig und breche sämtliche Knochen im Leib. Na, Appetit auf marinierte Luftinnereien? Du solltest die Anerkennung, die du verdienst, auch bekommen. Weißt du, ich denke, wir können dir zu deinem Restaurant verhelfen. Dafür brauchen wir Lukes Pistole, die dein Vater versteckt hat. Dann müsste ich ja an seine Geheimschatulle gehen. Das würde ich nie wagen. Wie wär's, wenn ich dich mariniere? Von innen und außen. Noch eine Frage. Du willst damit doch nicht etwa schießen? Sehe ich etwa so aus? Deine Uhr ist abgelaufen, Cowboy. Geh da rein!
Ich glaube kaum, dass Papi das gefällt. Auch er wird mich nicht daran hindern, dass du dir ab sofort die Radieschen von unten beguckst, Luke. Da bist du ja, mein Zuckerschnäuzchen. Sag mir, was du hast. Warum bist du so böse? Ich muss immer hinter dir herrennen, damit ich dich knutschen und knuddeln kann und halb tot drücken vor Liebe. Entehrt der Bruder meines Sohnes etwa meine Tochter? Oh nein! Ja, doch, doch. Ja. Da entehrt einer meiner Söhne meine Tochter! So und nicht anders hielten wir Morsbecks es von Anbeginn der Zeiten an. Der mit dem Pfannentanz beweist uns, dass er ein würdiger Häuptling wird, indem er uns das Fell eines frisch erlegten Grizzlybären bringt. Eigenhändig erlegt. Oh. Und auf einem Bein hüpfend. Oh. Die sind voll daneben, die alten Traditionen. Und nicht auf der Welt möchte ich Häuptling sein. Und wenn die Pfannen nicht mehr tanzen, heiratet gestreifter Fisch grobschlächtige Bären, die auf ehrenhafte Weise in ihrem Tipi entehrt worden ist. Oh. Allerhand. Geh nun, mein Sohn. Deine Brüder und ich erwarten deine triumphale Rückkehr. Mein Bruder ist ein verlogener Hund. So einem Bruder kann man in der Pfeife... Oh! Wieder die fünfte Bandscheibe. Aua! Ich muss mal zur Fußpflege. Ich trete mir dauernd auf die Nägel. Das Mindeste ist ja wohl, dass wir Papi auf Wiedersehen sagen. Ganz abgesehen von deiner Freundin, hast du die total vergessen, hm? Wenn die vor Kummer stirbt auf Weiher. Jemand soll ihn erschießen, bevor ich ihn erwürge! Da kommen sie. Ich wusste, dass die kleinen Vögelchen das Nest verlassen würden. Oh, nie wieder werde ich mich an Katzenminze vergreifen. Oh, das tut mir leid. Wir werden verfolgt. Dann aber los! Aber Joe, das ist vielleicht deine Liebste, die dich heimsuchen will. Wir verstecken uns da drin. Ferkel. Aua. Da kommt jemand. Ah, mein Luckylein, dann komm mal schön. Ich weiß, dass du hier bist, gestreifter Fisch. Ich hab dich hier reinlaufen sehen. Wo bist du jetzt? Antworte mir doch. Möchtest du wohl mit ansehen, wie dein Sohn von einem Grizzlybären zerrissen wird, hm? Nein, ich habe dir das hier mitgebracht, mein lieber Sohn. War nicht abgemacht, dass ich den Bären vorher erst töten muss? Seit Anbeginn der Zeiten an haben die Morsbecks immer Wege gefunden, die Traditionen zu umgehen. Aha, die Traditionen sind in Wahrheit kein Pfifferling wert. Tochter! Tag, Schwester. Dann möchte ich doch wissen, wer mich dran hindern soll, Häuptling zu werden. Wie wär's damit? Da war jemand im Bett mit... Wie wär's, wenn wir dich ganz einfach verpfeifen würden? Nicht nötig. Es ist wohl an der Zeit, dass wir das Moderne akzeptieren. Passt auf! Hau nicht so auf den Putz, Junge! Nee.
auf den Bären los oder soll ich dir ein paar Kugeln in deinen fetten Hintern jagen? Mach du dich nicht über meinen Hintern lustig, gestreifter Fisch. Das fehlte noch, was, Schwester? Mir hat wieder keiner gesagt, dass hier eine Party steigt. Eigentlich darf ja niemand in die heilige Grotte. Aber Joe, wie kannst du nur deine eigene Schwester erschießen wollen, ganz besonders, wo sie deine Frau werden soll? Diesen Giftzwerg nehme ich nie zum Gemahl und wäre er der einzige Mann auf der Welt. Du gibst ihn also frei? Er wird schon überleben. Halt die Klappe, Mann! Nicht mal Katzen führen sich so abstoßend auf. Ich wünsche euch alles Gute. Die tanzende Pfanne wird bestimmt ein Vier-Sterne-Koch. Und du, meine grobschlächtige Schwester, gibst sicher einen tollen Häuptling ab. Brummiger Biber war wohl mit Blindheit geschlagen. Gestreifter Fisch ist ein abgefeimter Bösewicht. Ich hätte auf meinen wahren Sohn Lucky Luke hören sollen. Schon okay. Auch wenn ich damit gegen die Tradition verstoße, schüttle ich dir doch die Hand. Und so kam es, dass grobschlächtige Bären und der mit den Pfannentanz zu ihrer wahren Berufung fanden. Und bis auf den heutigen Tag gelingt es den Mossbecks immer wieder, alte Traditionen elegant zu umschiffen. I'm a bold, lonesome cowboy.